So, wie versprochen, schauen wir uns jetzt die verschiedenen Methoden, wie man verschiedene Arrays mit NumPy erzeugen kann, ohne eine bestimmte Liste weiterzugeben. Das ist sehr praktisch, denn oft hat man diese Liste eigentlich am Anfang nicht. Man möchte sich erstmal das vorbereiten und danach füllt man sich mit irgendwelchen Daten und Berechnungen. Wir gucken uns, wir sind wieder zurück auf unserer NumPy-Org-Seite, auf dem Tutorial, auf dem sogenannten Quick Start Tutorial und hier ein bisschen tiefer, wo man sich die verschiedenen Arten von Methoden anguckt, wie man eine Art leere oder vorgefertigte Matrizen erzeugen kann. Die erste Möglichkeit ist relativ einfach, wie zum Beispiel NP0. Das probieren wir gleich mal aus. Ich komme mal hier wieder in unserem Spider und wir fangen mal eine neue Datei an, import NumPy-SNP. Und dann werden wir die Matrize M1 mit NP.0s erzeugen. Zeros erwartet von uns, da sagt er das auch schon, die Shape, also die Form, wie viele Elemente in welche Dimension reinkommen. Und dann eventuell ein D-Type und eventuell ein Order. Das gucken wir uns später an, was es ist. D-Type, aber man sieht es auch, dass man also voreingestellte Parameterwerte hier bereits hat. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Shape. Shape sind, man darf nicht einfach 2,3 schreiben, das muss wieder, Shape ist eine Liste letztendlich. Das heißt, wenn ich jetzt 2,5 schreibe, dann erwarte ich 2 Zeilen, 5 Spalten. Um das zu überprüfen, machen wir ein Print M1. So, und jetzt sieht man, er hat tatsächlich also genau 2 Zeilen mit 5 Spalten in jeder Zeile, mit Nullen gefüllt. Und man sieht hier diesen Float, weil man diesen Punkt hier sieht. Also dieser Punkt hier bedeutet einfach, wir haben jetzt ein Float. Und man sieht auch, weil die Kommas nicht da sind, dass es eben keine Liste ist. Deswegen sieht man es auch ganz schön. Das heißt, wir müssen auch hier ein bisschen aufpassen, weil diese Dimensionen sind nicht für jeden ganz logisch. Manche denken zuerst in Spalten, dann in Zeilen. Manche denken zuerst in Zeilen, dann in Spalten. Das muss man sich jetzt hier so ein bisschen angewöhnen. Deswegen ist es immer eine sehr gute Idee, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, wie rum ist es jetzt geworden, sich das kurz auszudrucken, damit man die Logik in seinem eigenen Kopf erstmal einstellt. Wenn ich das hier tauschen würde, dann haben wir 5 Zeilen mit hier 2 Spalten. Das ist immer unterschiedlich. Und ich kann Ihnen auch gleich zeigen, was passiert, wenn ich D-Type zum Beispiel auf int64 stelle. NP muss ich natürlich sagen. So. Jetzt sind diese Punkte verschwunden, weil es eben kein Float mehr ist, sondern ein int64. Was sagt unser Tutorial, was es noch gibt? Es gibt natürlich genau die gleiche Möglichkeit, auch once, also mit einsen das Ganze aufzufüllen. Das probieren wir jetzt nicht aus, das ist ein bisschen langweilig. Etwas nicht ganz logisch finde ich, ehrlich gesagt, die Funktion np.empty. Empty ist für mich irgendwie leer, aber hier haben sie sich entschieden, die Programmierer, für eine andere Art von Leere. Bei empty muss man auch wiederum das Shape angeben. Und wenn man das jetzt ausdruckt, dann ist man etwas überrascht zu sehen, dass man keine richtig leere Matrize bekommt, sondern voller irgendwelche Zahlen. Wobei diese Zahlen scheinen zwar zufällig zu sein, in Wahrheit sind sie aber nicht. Das ist tatsächlich, also die Matrize wird im Speicher initialisiert, so wie wir es auch im letzten Semester bereits gelernt haben. Das wird in dem Speicher initialisiert und mit dem Speicher wird einfach gar nichts gemacht. Das heißt, was auch immer da drin lag, ist jetzt in unserer Matrize. Wir haben zum Beispiel hier eine Null erwischt, was bei einem Random Number Generator, also bei einem Zufallsgenerator, wäre jetzt ein bisschen merkwürdig, genau so eine perfekte Null zu erwischen, wo man sieht, dass die anderen Zahlen sehr krumm sind und sehr komisch und sehr groß oder sehr klein. Und alles andere ist irgendwie extrem groß oder klein. Man sieht es an diesem E minus 0,70, E plus 165 und so weiter. Aber Vorsicht, das sind eben nicht zufällige Zahlen in dem Sinne, sondern das, was im Speicher zufälligerweise da war,
Aber Vorsicht, das ist nicht das Gleiche. Um richtig zufällige Zahlen zu erzeugen, hat man bei NumPy eine andere Funktion. Und zwar nennt sich das random, random muss man dazu aber schreiben. Und dann schreibt man ihm wieder die Größe, sagen wir mal wieder 5 mal 2. Wenn ich das jetzt ausdrucke, dann sieht man, jetzt sieht sie irgendwie anders aus, diese Matrize. Die sieht nicht wie die empty, wie die leere Matrize aus, sondern eben eher nach Zufallszahlen. Die sind natürlich von 0 bis 1. Was gibt es noch? Eine interessante Sache ist, die man sich auch merken könnte, wir haben ja in Python die Funktion Range kennengelernt. Die kann man zwar hier immer noch mit benutzen, so nach dem Motto beim Erzeugen von einer Matrix kann ich mit als List, Range und so weiter etwas als Parameter weitergeben, um damit das zu initialisieren. Aber NumPy hat auch eine Range-Funktion, die nennt sich A-Range, also mit einem A davor. Die hat ein bisschen mehr Funktionalität, die kann ein bisschen mehr, die ist etwas stärker. Was kann sie alle? Sie kann zum Beispiel Float-Argumente nehmen, was ziemlich cool ist, weil die normale Range-Funktion das nicht kann. Also hier gibt es so ein schönes Beispiel, wo man gesagt hat, np hier, np Range 10, 30, 5, sonst sind die, ist die Bedeutung von den Parametern genau das gleiche wie bei Range, also von 10 bis 30 in Schritten von 5. Und das erzeugt er eben 10, 15, 20, 25. Wieder der letzte Wert wird nicht mitgezählt. Oder ich kann aber von 0 bis 2 Schritten von 0,3 machen. Das konnte unsere Range-Funktion nicht. Und das ist eben auch ziemlich praktisch. Sie sehen schon bereits, mit NumPy kann man eine Menge mit den Matrizen machen. Und später werden wir auch sehen, wie man sie auch verändert und wie man damit rechnet. Dankeschön.